Jo, dann machen wir das am besten auch gleich mal. Also Stein wollte ich suchen. Dafür hatte ich schon, genau, meine Drills vorbereitet. Ich gehe jetzt einfach also irgendwo hin, wo Steine sind. Hier zum Beispiel. Dum-dum. Das kann ich sogar da reinstopfen, richtig? Richtig. Okay. Nimm. Stein. Stein. Irr. Biest aber nicht mehr in der Robo-Abdeckung. Das ist nicht so gut. Was ist da unten? Da unten sieht es gut aus. Auch wenn die Roboter ein bisschen zickzack fliegen müssen. Aber momentan haben wir eh noch 80, die nichts zu tun haben. Aber es werden schon weniger, die nichts zu tun haben. Also mehr, die was zu tun haben. Das heißt, ich sollte eventuell demnächst Skynet wieder anschmeißen. So, du da, du. So. Bau bitte davon ein paar. So, und nimm mal. Was geht's? Steuerung, mittlere, genau. Nimm dich da weg. Nimm dich da hin und mittlere Maustaste. Genau. Weil wir benutzen ja nur die Substations, nicht mehr das Zeug da. Dann setz das bitte so hin, dass das hier aufgeht und das da geht nicht auf. Schau gut aus. Ja, der Robopod muss da gleich ein bisschen umgesetzt werden. Ist aber nicht so schlimm. Weg. Achso, die waren ja alle so komisch, ne? Ja, okay, warte mal. Du musst auch kurz weg. Zwei Abstand hatten wir da immer drin. Das heißt, ich lasse erstmal ganz viele Roboter frei. So, keine Ahnung, was die alle da unten gemacht haben. Wahrscheinlich entspannt oder so. Dahin muss der jetzt. Genau, hier war das alte Lichtmuster. So, jetzt sollte eigentlich alles okay sein. Wobei ich dich gar nicht brauche, also setze ich dich auch nicht dahin. Ah, doch, für die eine Kiste, da brauchen wir es. Ja, super. Irgendwas ist da faul. Muss man es mal kurz neu angucken. Genau, Roboport, 1, 2, frei, Roboport, 1, 2, frei, Roboport, das ist richtig. Und in Nord-Süd-Ausrichtung? Aha. Nord-Süd-Ausrichtung, Roboport 1, 2, 3, Roboport. Warum geht das in Ost-West nicht, wenn es Nord-Süd geht? Die Abstände müssten doch eigentlich gleich groß sein, ne? Noch mehr abreißen. Nee. Ost-West geht's nicht. Ach so, weil wir die Robots drunter bauen? Nö. Keine Ahnung, ist halt so. Und das sieht aus wie. Das ist das Haus vom Nikolaus. Nicht ablenken lassen. Okay. Du geh da runter. Also es muss von oben nach unten drei, ja. Eins, zwei, drei. Also hier unten erst irgendwo. Das haut doch gar nicht hin. Robot. Eins, zwei, drei Substations. Ach so. Ja, die dritte Substation, da hängt es aber sofort dran. Ja. Also es sind immer noch zwei leere Substations dazwischen. Ist alles gut. Also zwei leere dazwischen wir hier. Zwei leere dazwischen wir dann da unten. An dem Ding. Und ja, das überlappt sich da, aber die überlappen sich ja eh immer. Das heißt, hier wäre dann theoretisch der nächste. Und dann geht das richtig schön auf mit diesen geraden Linien, die sich da so durchziehen. Aber wie gesagt, den da brauchen wir ja gar nicht. Da oben irgendwo irgendwas? Nö. Wird alles abgedeckt hiervon. Na, die Batterien nicht. Ja. Das ist richtig. Und ich werde da keine Substation hinbauen können, weil die Substation muss dahin, wo das Ding steht. Weil das hier alles eigentlich weg muss. Ich kann den Roboporter einfach darunter setzen. Oder langes Ärmchen. Haben wir noch lange Ärmchen dabei? Noch ein langes Ärmchen dahin. Mach das da mal weg. Dann legst du das Ganze hier rein, richtig?
Warum haben wir keine Capacitors dabei? Weak Capacitor, bauen wir ganz kurz. Da. Blip. Tu rein. Mal gucken. Jupp. Wird jetzt von draußen abgeholt. Okay, so umgehen wir das Problem. Das Ganze machen wir hier drüben mit der Gib mir Kiste auch. Das heißt, wir bauen da eine Gib mir Kiste hin, machen die da weg. Nehmen jetzt noch ein langes Ärmchen, machen das so rum. Shift rechts, Shift links. Machen die weg. Okay, die da hinten werden ein Problem. Ich könnte die Röhre hoch einfach noch da schieben. Ich mache das ganze Muster neu. Nee, ich will nicht das ganze Muster neu machen. Nicht wirklich, nicht, überhaupt nicht, nicht. Bzz. Guck mal ganz kurz, einer da, einer da. Achso. Stopp. Da wäre jetzt der Richtige. Richtig? Oh, da geht das ja doch alles auf. Weil die Substation müssen wir da gar nicht hinstellen. Zack. So, abgedeckt, abgedeckt, alles abgedeckt. Sehr schön. Also die Substation ist jetzt einen zu weit unten, aber die verbindet sich eben fast gar nichts. Das ist okay und wir können dann das hier theoretisch einfach ein Feld nach oben ziehen. Aber das ist gerade nicht so wichtig. Wichtig ist, dass jetzt erstmal alles wieder verbunden ist. Was wollte ich noch alles machen? Ich wollte Stein weiter abbauen. Das habe ich aber hier oben schon irgendwo gemacht. Sehe ich noch irgendwo Stein? Da. Ganz viele Roboter fliegen. Das ist gut. Oh, wir haben nur noch 16 Roboter, die nichts zu tun haben. Ja, definitiv Skynet anschmeißen. Dann hätte ich noch ganz gerne... die Dinger hier. Schmelzöfen. Für Kupfer war es primär, was wir brauchten, ne? Was sagt unser Storage? Ja, wir haben 6400 Eisen, aber wir haben kein Kupfer. Also definitiv Kupfer zuerst weiter ausbauen. Mit den Schmelzöfen. Ich brauche regelmäßig rote Chips. Habe ich. Ich brauche theoretisch auch Eisensticks und Rahmen, aber die... Gib mir mal, warte. Gib mir mal bitte Iron Sticks, 100 Stück in meinem Inventar. Maschinen für den Rahmen haben wir nicht, ne? Ja. Aber die Sticks kommen angeflogen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kein bisschen dekadent oder so. Okay. Die stellen wir alle her. Das ist gut. Stromversorgung hier wollte ich noch machen. Aber erst, wenn wir noch einen weiteren Roboport gebaut haben und noch mehr Dingensbummens Auffüllgeschichten. Ich brauche jetzt noch neue davon. Haben wir bitte, bitte irgendwo grüne Chips über? Oh, so. Nee, haben wir nicht. Draht auch nicht wirklich. Wir haben eine Menge rote Chips. Die werden aber auch verbraucht wie blauen Tränke. Und ich forsche gerade gar nicht, das ist nicht gut. Bitte erforsch doch mal. Eigentlich müssten wir die hier erforschen. Aber das haut nicht hin. Deswegen nehme ich jetzt mal Lab Efficiency. Das dauert nicht allzu lange, braucht nur rote und grüne. Und es erspart uns dann später wahrscheinlich gut Zeit für die richtig Hightech-Sachen. Ja, Mama. Gut, das im Arbeiten. Oh, leer. Leer. Was zur Hölle? Hier ist ja fast alles leer. Ich habe nicht aus Versehen das Spiel weiterlaufen lassen zwischen dieser und letzter Folge, oder? Glaub nicht. Pollution? Nicht wirklich besser. Trotzdem haben wir momentan noch 6000 Eisen oder was im System. Ja. Das heißt, ich nutze die jetzt erstmal hier, um Kupfer weiter auszubauen. Du kannst weg. Dann mach bitte Drill. Dahin. Dahin. War egal, welche Seite, ne?
Ja, war egal, welche Seite. Dann hätte ich eigentlich ganz gern dieses halbe Ärmchen. Da. So, damit sich das hier nicht irgendwo staut. Du bekommst... Effektivitätsmodule. Vorerst. Kann sein, dass ich meine Meinung noch zwei, dreimal ändere. Also meine Meinung. Momentan denke ich, dass die mehr bringen als die anderen. Das Feld da hinten wird nicht abgebaut, aber damit kann ich leben. Ich brauche mehr von den Modulen. Zack. Du kommst mit, du kommst mit. Hier sollten wir theoretisch umbauen, aber eigentlich auch nur wegen Smog. Ich mache, glaube ich, lieber erstmal hier... Nein, keine davon. Die da. Davon noch ein hier. Davon noch ein da. Davon noch ein... Geht jetzt alles auf das rechte Ding? Das ist ein bisschen doof. Aber sei es drum. Du. So. Und wir haben jetzt schon 4, 6, 8, 9, die durchgehend Kupfer produzieren. Trotzdem kommen wir nicht hinterher. Das ist krass. Ich könnte das Feld da oben jetzt auch noch anfangen auszubeuten, aber das ist noch näher dran an der westlichen Basis und das will ich nicht wirklich. Weg, weg. Weg. Ach, die brauchen auch alle noch Module, ne? Ach, du gute Güte. So. Steuerung, Steuerung. Jo. Die hatten alle noch keinen. Nicht sehr beruhigend. Das könnte ein wenig helfen bei der Pollution, oder? So, dann nimm bitte den und den. Ärmchen, Ärmchen. Fließband. So. Ja, und schon staut sich das komplett. Das heißt, wir machen mal... Kein Platz. Macht immer bitte hier halbe Ärmchen hin. Habe ich noch genug? Mach mal einen hier. So. Bau noch ein halbes Ärmchen. Bau noch ein paar mehr. Ein paar mehr, mehr. Und wir auf Vorrat haben. Du auch halbe Ärmchen. So, und wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Warte. So ist besser, hm? Gucken, ob du hinterher kommst. Im Notfall mache ich sonst einfach hier noch einen Knick. Und mache dann noch ein Ärmchen hin. So. Zack, 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 zack. Okay. So, das ist gefühlt verdoppelt. Stimmt nicht, weil wir es nicht verdoppelt haben, aber gefühlt ist es doppelt so viel. Gucken wir mal, ob das jetzt einigermaßen hinhaut. Das sieht hier schon mal besser aus. Jetzt haben wir 50 Roboter, die noch frei haben. Ist okay, ist okay. Die sehen so aus, als wenn sie durchgehend arbeiten würden. Und die hier auch. Jo, sauber. Sauber, 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 sauber. Das hier immer noch nicht. Lässt sich aber nicht ändern. Ich gehe mal runter zu den... Erstmal schmeiße ich kurz Skynet an. Dann habe ich wieder ein Ressourcenproblem. Nee, nee, also Skynet schmeiße ich an, wenn es wieder langfristig so ist, dass die Roboter alle beschäftigt sind. Dann schmeiße ich Skynet wieder an. Hier unten. Können die nächste Stufe davon erforschen? Nein. Autopanzer. Landminen. Ein Stahl für 4 Landminen. Die machen aber nur 40 Schaden. Das reicht nicht um... Das könnte für kleine Splitter reichen und so. Nee, 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 lass mal. Brauche ich nicht. Teuer. Advanced Tree Farm. Nö. Nö, 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 nö. Silber. Silber und Gold könnten wir noch machen. Dauert aber ziemlich lange.